Herzlich willkommen zurück zu Brothers, The Tale of Two Sons. Und wir sind auch zurück am Wasserfall, wo der kleine Bruder vom großen Bruder getrennt wurde. Und wir müssen jetzt vermutlich den kleinen Bruder nach links über den hängenden Ast steuern. Okay, wir können das festhalten hier. Müssen wir das festhalten, um ihn zu stabilisieren vielleicht? Wow. Hä? Moment. Da sind irgendwelche Baumstumpfwesen. Okay, gut festhalten. Ah, wir müssen den hier durch navigieren. Manövrieren. Fernhalten von diesem Turm. Baumstammwesen. Okay, weiter hochklettern. Oh, die kommen immer näher. Weiter. Wie hoch? Großer Bruder zur Rettung. Schnell hinterher tauchen. Und nichts wie zurück an die Wasseroberfläche. Puh. Das war knapp. Beide sind okay. Okay, hier geht's nicht mehr zurück. Das Spiel wird wirklich immer düsterer. Sind wir in sowas wie einer Traumwelt, weil das Bild so wabert? Oh ja, die Hand der Mutter vielleicht? Ja. Oh, da liegt der Vater. Okay, wir können nur den kleinen Bruder steuern. Mai, Oma. Wahrscheinlich die Wut des Bruders. Er gibt ihm die Schuld, dass die Mutter ertrunken ist. Aber es war nur ein Traum.
Vielmehr gibt er sich selbst die Schuld. Schließlich war es ja sein Traum. Hier gibt's nichts zu tun. Also weiter. So. Ich lasse mal wieder links den Großen laufen. Das ist besser für mein Cerebrum. Oh. Wer ist denn da rechts? Da will sich einer erhängen. Maruhadi! Da! Kalini! Lamut! Was ist hier passiert? Oh Gott, Frau und Kind? Nein, Ilata! Okay, da müssen wir noch nicht hin. Vielleicht erstmal losmachen, den Gutesten. Lamut! Nein, Ilata! So. Ist verrückt geworden. Hier ist was abgebrannt. Frau und Kind verbrannt. Walila, hayi. So, was muss man hier machen? Ist hier oben noch was? Nee. Na. Da hinten auf dem Steg liegt... Was ist das? Eine kleine Spieluhr oder sowas? Okay, der große Bruder kondoliert. Ah, man kann hier hinten runter. Sind wir überhaupt zu zweit dahin? Müssen wir ihm die Spieluhr holen, als Andenken? Moment, nochmal. So, hüpp, hoch. Nach rechts. Nochmal nach rechts. Hey, Nai! Hey, Nai! Hey, Nai! Hm? Hey, Naya! Hey, Naya! Hey, Nai! Was denn? Hey, Nai! Ich kann ihn nicht bewegen. Hey, Naya! Müssen wir zu zweit dahin? Oh. Okay, Spieluhr haben wir. Der Weg ist frei. Okay. Komm. So, bitteschön. Ha! Achievement unlocked. A sad tune. Eine traurige Melodie. Frau und Kind begraben. Das will keiner. Es sei denn, Frauen und Kind waren böse. So, auf geht's.
Aha, hier scheint das nächste Rätsel auf uns zu warten. Großer Hebel. Wow. Was macht man hier? Ah, springen. Jetzt. Und loslassen. Ah, ich verstehe. Das untere Teil ausfahren, damit die obere Brücke einrasten kann. Und loslassen. Gut. Ach da. Nach da. Oh, eine Bank. Die übliche Pause. Komm. Setzen uns mal eine Runde. Ah, ist das unser nächstes Ziel? Das Schloss in den Wolken. Gut, genug geguckt. So, das sieht nach simplem Balanceakt aus. Und scheint es auch zu sein. Gut. Kleine Sprungeinlage. Um den Fels drumherum. Mann, oh Mann, das ist echt hoch. Beziehungsweise es geht tief runter. Das ist die Burg von der Karte. Ich kann da keine Karte erkennen. Ich sehe da nur einen großen Baum. Müssen wir wohl den Berg hoch. Hier? Nein. Also runter zu den Gnus, oder was sind das? Große Schafe? Soll ich die zumachen oder hauen die ab? Nicht abhauen. Da! Können wir die wieder tragen? Nein, können wir nicht. Mit dem Eimer kann man nichts machen. Mäh. Hatta! Fast tragen, auch nicht. Den Stall? Was ist hier zu tun? Aha. So groß auch reiten? Oh ja, Tatsache. So. Wir borgen uns mal eben hier die Tiere aus. Oh, wir müssen hin. Ah, die können weiter springen. Ist ja witzig. Wow, wow, wow. Moment. Okay, wo lang jetzt? Es steuert sich, ich sag mal, halbautomatisch. So. Danke fürs Mitnehmen. So. Und schon sind wir nämlich oben angekommen. Hey!
Der verrückte Professor. Ein Zahnrad fehlt. Okay. Also, da ist es. Ja, machen wir. Wir bringen das an. Alles klar. So. Okay. Der Ritt den Berg hoch ist beendet. Und wir machen im nächsten Teil wieder weiter an der gleichen Stelle. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zusehen und tschüss.